Ja, willkommen zurück zur Let's Play Live Show und zur Gruselstunde. Ja, zu The Evil Within, The Konsequenz. Wir spielen das zweite DLC jetzt und auch quasi live auf YouTube, falls du jetzt gerade eingeschaltet hast auf YouTube. Hallöchen. Diese Folgen werden natürlich auch wieder auf YouTube landen. Und ja, ich drücke eine beliebige Taste und wähle ein neues Spiel. Die Helligkeit stelle ich mal, ja, ich lasse die mal so auf 88, dann passt das schon. Hallo Ossi, willkommen zur Let's Play Live Show. Und schon geht's los. Möchtest du die Archivierung aus Assignment übernehmen? Personalakten, Forschungsunterlagen und der zusammengesetzten zerrissenen Briefe werden aus allen Speicherdaten des Profils übernommen. Ja, möchte ich. Natürlich. Archiv wird importiert. Die übernommenen Einträge können im Archiv über das Pausemenü eingesehen werden. Natürlich. So. Und dann geht's auch schon los. Ja, leg los, natürlich. So, wir sind jetzt in Kapitel 3. Wir haben ja 1 und 2 gespielt. Ich denke mal, Kapitel 3 und 4 wird es jetzt wohl geben. In The Konsequenz. Und da bin ich mal gespannt. Nein, bitte nicht. Bitte nicht der. Nein, bitte nicht. Nein. Ich mag den nicht, den Kastenkopf. Kapitel 3 heißt Illusionen. Und da bin ich ja mal gespannt, welche Illusionen wir haben werden. Und Hallöchen auch an alle neuen Ihre Geheimnisse, Sie. Zuschauer. Wollen Sie sie loswerden, aber etwas hindert Sie daran. Kommen Sie zurück, Kit. Erledigen Sie Ihren Job. Nein, nicht! Bleiben Sie weg von mir! Hören Sie auf, wegzurennen. Ist es vorbei? Bin ich zurück? Wer ist da? So, und damit nochmal herzlich willkommen zum zweiten DLC, Kapitel 3, Illusion von The Evil Within, nämlich The Konsequenz. Wir haben im Kapitel 2, The Assignment, das DLC, aufgehört in der Kirche, falls ihr euch erinnert. Ja, da sind wir ja weggerannt. Das haben wir gerade noch so ein bisschen gehört. Und wir sind jetzt hier anscheinend aufgewacht in einem Krankenhaus. Und ja, wir schauen mal. Und schon geht das Spiel los. Ich bin faszinierend. Ich bin faszinierend vor allen Dingen. Ja, ist ja gut, mein Gott. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir hier eigentlich gar nicht im Krankenhaus sind, sondern wahrscheinlich in der Anstalt. Neues aus der Anstalt. Und hier sind überall so Katzen, Plüschtiere, Snowball-Imitate, würde ich es mal nennen. Ein Schrank und da haben wir einen schönen Fernseher? Doch. Fernseher von Man's Life. Man's Life, ja. Fernseher von Man's Life, wer kennt es nicht? Und ein schönes Bild mit einer Frau im Wald. Die, das kennen wir, glaube ich, das Bild, ne? Mit der Blutspur und dem Messer, was sie hinterher schleift, das kennen wir. Ich glaube, aus dem Hauptspiel. Hier haben wir Kaffee. Ich schaue uns um. Bevor wir da zu der Tür rennen, wo die da klopft, da, hallo. Weil er, huch, hallo. Hehehe. La 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 la. So, erstmal die Stühle richtig gerückt. Solche Mülltonnen habe ich auch noch nie gesehen, irgendwie großartig in Krankenhäuser. Aber na gut, schauen wir mal, wer da geklopft hat. Hallo? Nein, nein. Na? Was habe ich gesagt? Es ist nicht das Krankenhaus, sondern wir sind in der Anstalt, so wie ich es schon vermutet hatte. Und was haben wir denn hier? Hallo? Was ist das denn? Der Kastenkopf mit... Hallo? Ja, hör auf zu rennen. Mann, hör auf rumzuhampeln. Du kannst ruhig sterben, hat nichts dagegen. Hallo, Söckchen. Willkommen zur Let's Play Live Show. Iceman, es wird bestimmt geil, ja? Slendermans, was? Tochter auf dem Bild? Ja, bestimmt. Ach du Kacke. Okay. Da müssen wir mal schauen, ob wir irgendwie Zahlen finden. Okay, so wie das erste DLC geendet ist. Ah. Fängt es auch an. Also hier mit Taschenlampe und sowas finde ich sehr geil. Finde ich jetzt schon wieder sehr, sehr cool. So, und da haben wir die Zahlen an der Wand stehen. 4, 3 und 21, glaube ich, war das, ne? Genau, 4, 3 und 21. Schauen wir mal.
So, 4, 3, ach, die drehen sich mit. Und 21, hallo? Ne, in die Richtung. Oh. Ach, wir sind ja schon bei 21, guck an. Warte mal, 4, 3 und 21 war das, ne? Ach, das dreht sich dann. Ach, du Kacke. Ach, Mist. Okay, verstehe. Mhm. Jetzt müssen wir noch gucken, dass wir irgendwie die 3 da irgendwie mit reinfriemeln. So, warte mal. Das dreht sich dann außen mit, ne? Da müssen wir die 4 dann irgendwie dahin, die 24 dahin packen, dann müsste erst ja. Nee, Quatsch, ein mehr. Huch, hallo? Solche Rätsel liebe ich. Gibt ja nur 8 Millionen Kombinationen. Ja, das stimmt. Oh Gott. Warte mal, wenn die 3 da sitzt, dann müsste ja normalerweise die 4. Theoretischerweise. Nein, falsch. Oh Gott, jetzt fummeln wir hier schon mal am ersten. Wir haben noch niemals 2 Minuten gespielt. Und immer noch nicht weiter. Ja, dann mach doch selber. Ja, jetzt, ja, es klappt. 4, 3 und 21. Ne, 24 war das, ne? Ne, 21. Ja! Und natürlich wieder ein Brieffragment. Ja, sehr schön. Was wir nicht lesen können. Was wir im Archiv lesen können. Wo ich aber jetzt keine Lust drauf habe, es zu lesen. Aber wir haben es geschafft. Jawohl. Erste Rätsel gelöst. Super. Finde ich geil. Die Frage ist nur, wie geht's jetzt weiter? Ich schau mal, ob ich hier irgendwie was machen kann. An den. Okay. Basti ist anscheinend nicht hier. Zuckerarsch. Entschuldigung. Okay. Die Türen gehen anscheinend nicht offen. So. Boah, wie das schallt mit ihren Hochhackigen. Das ist ja unfassbar. Lalala. Hört ihr mich auch alle? Die kann überhaupt nicht schleichen damit. Die wird überall gehört. Sind wir wach? Oh. Hey, was ist hier los? Wo sind wir hier? Ich fürchte, das kann ich nicht beantworten. Soll das ein Scherz sein? Die reinste Zeitverschwendung. Bitte was? Aha. Sie hat die Tür offen gemacht. Können wir jetzt hier auch wieder speichern, so wie im Hauptspiel? Bitte tragen Sie sich ein, oder? Nee. Okay. Ich dachte, was, wenn ich das hatte lösen müssen, wäre ich jetzt 67, ja. Ja, nicht ganz. So, ich schau trotzdem nochmal. Okay, da können wir wahrscheinlich. Ah, verstehe. Das. Ja, ist doch gut. Das wird wahrscheinlich immer permanent vor allen Dingen. Permanent abbröckeln, wenn wir wieder kommen. Und dann können wir da wahrscheinlich durchkommen. So, ich schau mal, gibt's hier was zu lesen? Nee, okay. Ist der Stuhl denn da hinten? Ja, der Stuhl ist da hinten. Wir brauchen den Jungen. Mit okay. Ihm können wir alles verändern. Ich hole Ihnen den Jungen. Sie kennen die Folgen, falls Sie scheitern sollten. Ja, aber wenn Ruvik mit ihm geht, es muss einen Weg geben, ihn aufzuhalten. Okay, da können wir nichts tun. Durch die Spiegel können wir auch nicht reisen. Vielleicht kommen wir hier weiter. Das war aus dem ersten DLC. Hallo Bastard, willkommen zur Let's Play Live Show. Der Elefant im Porzellanladen, so leise. Achtung, Achtung. Ihr seid bei der Let's Play Live Show. Bei Flexi. Die Musik kennen wir. Das habe ich irgendwie nicht drauf, Grins. Frauen können mit solchen Schuhen überhaupt nicht schleichen. Das stimmt.
Das habe ich auch schon mal im Let's Play gesagt, diese ganzen Ding... Oh, Snowball. Ich höre Snowball. Diese ganzen Tücher, die machen mich voll kirre. Aha, anscheinend war Basti noch gar nicht hier. Der hat nämlich noch gar nicht... Thanks für den Input, Bastard, ja. Weil hier sind nämlich noch keine Kartenfragmente. Okay. Hier ist anscheinend irgendwie gar nichts. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja, das stimmt. Kann ich was lesen? Nee. Oh, Snowball. Hallo. Der geheime Endgegner im Übrigen. Bin ich fest von überzeugt. Die Katze ist bestimmt ganz böse. Ne, die lockt uns immer. Ja, können wir wirklich bloß... Inge! Da war Inge. Alter, da war Inge gerade. Die hat hier in der Ecke gehockt. Und hat uns angeleuchtet mit ihrem ekligen Scheinwerfer-Gesicht. Was? Bitte was? Huhu, Franzi und Flexi natürlich auch und der Rest, ja. Die Gesellschaft geht zugrunde. Die Menschen leiden. Ohne jede Hoffnung. Genau wie sie. Bevor wir sie gerettet haben. Mobius kann das nun für alle Menschen tun. Der Stem ist eine Maschine, die das Unterbewusstsein der Menschen miteinander verbindet. Und wer auch immer im Zentrum ist, hat die Macht, sie zu beeinflussen. Es gibt kein besseres Instrument, um die Welt zu verändern, sie zu beherrschen. Die Gesellschaft braucht Hilfe. Und genau die bringt Mobius. Und mit ihr ein neues Zeitalter der Menschheit. Meint ja dann diese Einrichtung, ja, wo wir dann auch sind. Und das Stem ist halt dieses System, womit sie halt rumpopeln mit den ganzen Menschen halt. Mit der, ja, ich sag mal so ein bisschen so morphogenetische Antriebsaktivität, so wie bei Outlast. Und versuchen halt die Weltherrschaft an sich zu reißen. So, willkommen zur Let's Play Live Show an alle neuen Zuschauer. Herzlich willkommen jeden Freitag und Samstag ab 20 Uhr. So. Hallo. Ne, ist schon wieder sexistisch dann, wenn ich sowas mache. Ich lasse mal lieber sein. Die Inge ohne ihre Ringe. Sie haben unruhig geschlafen. Haben Sie Albträume? Manchmal. Aber nur, wenn ich an dieses Spiel denke. Okay, mehr kann ich... Was ist das denn? Inge? Okay, wir gehen mal dahin. Müssen wir ja anscheinend. Ich bin gespannt, ob wir neue Gegnertypen sehen. Hey, ich weiß, dass du da draußen bist. Ach, er wieder. Den kennen wir ja. Aus dem Hauptspiel. Haben Sie eine Ahnung, warum diese Welt so ist, wie sie ist? Es ist Hass. Hass. Ruviks Hass. Sein Hass verzehrt ihn. Er will heraus. Er strebt nach Rache. Er will, was die Welt ihm in seinen Augen genommen hat. Ja, da ist den Entwicklern wahrscheinlich nicht mehr eingefallen. Und woher weiß er von Ruvik? Denn das ist dieselbe Aussage, die auch schon Basti gegeben hat im Hauptspiel. Schauen wir mal, was haben wir denn jetzt hier Schönes? Hey, ein Tonband. Trotz unserer Gönner wird es bei so vielen Kollateralschäden nur eine Frage der Zeit sein, bis die Leute unangenehme Fragen stellen. Das KCPD war schon hier. Eine Polizistin, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Wie auch immer, mit der Polizei sollte ich besser nichts zu tun haben. Mobius meinte, man würde dafür sorgen, dass das KCPD uns in Ruhe lässt. Und dann ist da noch dieser Reporter von der Crimson Post. Ivan, irgendwas. Er ist wirklich lästig. Er taugt eigentlich nicht mal zum Klatschreporter. Schreibt Geschichten über Kirchenopfer und solchen Unfug. Aber bei den verschwundenen Patienten lässt er nicht locker. Aber ich werde nicht zulassen, dass er Beacon zugrunde richtet. Ruben könnte vermutlich auch bei diesem Problem von Nutzen sein. Vielleicht hat der Reporter ja Interesse an einem
Exklusivinterview. Okay. Es war wieder der liebe Doktor. Ja gut, wenn es so Audiologs sind, finde ich es immer sehr, sehr gut, weil da brauche ich nicht viele vorlesen. Okay, jetzt leuchten hier irgendwie alle Türen. 073. Das hört sich an wie Ruvik. Hallo? Guck gerade bestimmt Sport 1. Was haben wir hier? Dass sie sich mit reingezogen haben. Wie auch immer. Du gehörst mir. Und ich werde dich benutzen. Sebastian, er muss gerade woanders sein. Ja. Verdammt, er hat mit all dem nichts zu tun. Das war übrigens die Fahrstuhlszene nach der Trulla. Die langhaarige Trulla, die wir erledigt haben im Hauptspiel. Falls ihr euch noch entsinnen könnt, war das die Szene gerade gewesen. Das hört sich komisch an. Was denn? Woher weißt du bloß, dass du da bist? Er hat dich wohl nicht gehört. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Das hört sich komisch an. Schauen wir mal. Hier müsste ja normalerweise Leslie sein. Leslie. Und wir... Wenn ich noch hier bin, dann ist er sicher auch noch. Ja, und wir hören, dass die Wand immer mehr abbröckelt. Und das Bild kennen wir auch. Das ist aus Rubens Vergangenheit. Und zwar aus den Maisfeldern oder aus den Sonnenblumenfeldern, wo er damals gewohnt hat, wo die Scheune ja abgebrannt ist. Spoiler Alert. Wohlgemerkt. Habe ich jetzt natürlich nachträglich gesagt. Ich hier nie. Ganz klug. Aber man sollte sich natürlich vorher erst das Hauptspiel angucken. Vielleicht auch bei mir auf dem Channel, will ja keine Werbung machen. Und dann anschließend halt diese zwei Parts. Auch für dich auf YouTube. Vielen Dank, dass du da bist. Und auch schön, dass ihr alle da seid hier in der Let's Play Live Show. Was ich jetzt momentan nicht verstehe. Ja, wenn wir mal kurz... Mobius. Irgendwas zieht mich dort hin zurück. Sie gebrauchen könnten. Hier ist etwas, was sie gebrauchen können. Ja, jetzt stell dich noch dahin und zeig noch da drauf. Ja, ja. So. Punkt. Also, Punkt 1, was mich jetzt ein bisschen stutzig macht. Wir sind ja alle an dieser Maschine angeschlossen, ja? Diese alle so im Kreis, so Matrix-mäßig, wenn ihr euch noch zurückerinnert am Hauptspiel. Und Basti gerät ja auch immer wieder hier in diese Anstalt zurück, wo sie dann, wo Basti dann bei der Tante hier, bei ihr hier, hallo? Entschuldigung, Moment, kleinen Moment bitte. Wo er speichern kann. So, das heißt, er kommt ja immer wieder aus der Zelle raus, wacht auf, setzt sich auf den Stuhl, um Gehirnmasse reinzupumpen, um sich zu verbessern und speichert dann hier. Warum ist jetzt hier eine Tür? Und er ist ja jetzt gerade, so wie es aussah, vielleicht bei der Trulla gewesen. Das heißt, er kommt ja immer wieder hier zurück. Die Tür haben wir nie gesehen. Oder ist das zeitlich ganz woanders? Oder gibt es zwei Anstalten? Ich weiß es nicht. Ich will es auch gar nicht wissen. Ist ja auch egal. War jetzt nur mal so Gedankenschwanken von mir. Aber gehen wir erstmal weiter und schauen mal, was uns hier in der... Hallo? Theoretisch wäre es zwar möglich, dass ein Wirt einen Nutzer mit sich überschreibt, aber es ist fast unmöglich, dass sie kompatibel sind. Aber der Junge, Leslie... Sie glauben, er ist kompatibel. Ja, und laut Rubens Notizen müsste der Stem mit Leslie als Basis funktionieren. Führen Sie Tests durch. Finden Sie heraus, wie wir ihn zu dem leeren Blatt machen, das wir brauchen. Sie wussten. Sie wussten, wozu Leslie fähig ist. Ja, anscheinend. Warum haben Sie mir das nicht gesagt? Ja, weil Sie die Wildherrschaft wollen. Cool. Ist übrigens mein Let's Play Zimmer. Ja. Hallo? Gehst du durch die Tür?
So, wo sind wir denn jetzt? Jetzt bin ich ja mal gespannt, wo wir sind. Wir werden wahrscheinlich... Ich will zurück. Ja, klar, natürlich. Wir sind wahrscheinlich in der Mobius... Anstalt, also hier in dieser Mobius-Anlage. Und da hinten... Ist das ein Fahrstuhl? Ich weiß nicht, gehen wir mal hin. Erstmal vielen, vielen Dank an die Zuschauer, die alle da sind. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Und willkommen zu The Consequence, den zweiten DLC zu The Evil Within. Wir haben gerade angefangen. Und auch an dich willkommen bei YouTube, falls du gerade zusiehst. Es gab hier ein Stem-Terminal im untersten Geschoss. Prost. Wenn Leslie auch hier drin ist, ist er bestimmt dorthin gegangen. Vielleicht komme ich so hier raus. Okay, da müssen wir wahrscheinlich da runter. Wenn Leslie da hingegangen ist, kommen wir wahrscheinlich auch raus. So, da sehen wir eine... Ja, ein paar Gehirne. Tomographie. Wie das Gehirn sich verändert, so wie das aussieht. Durch das Stem-System. Das ist nie gut, wenn man so rumfummelt. Am menschlichen Körper, so... Da haben wir wieder eine Tür. Aber ich schaue nochmal... Ja, ja. Schau nochmal hier eben, was wir hier haben. Okay. Sieht aus wie so ein Fisch. Ja, ist doch gut, mein Gott. Ich will gar nicht wissen, wann Inge kommt. Bin ich ganz ehrlich. Und ob wir gegen Inge kämpfen müssen. Hallo? Hm? Hör auf mit so einer billigen Scheiße. Oh, guck mal, Notausgang. Wieso macht man den Schilder auf dem Boden? Normalerweise kommen die doch oben an die Tür, oder? Hey, da ist Snowball. Da können wir speichern. Ich will aber trotzdem noch mal kurz... Was haben wir denn hier? Oh mein Gott, hör doch auf, da rumzuhampeln. Generator Room, okay. Ich glaube, ich speichere erstmal, wenn wir da überhaupt hinkommen. Mit Strom komme ich nicht durch. Nein. Du musst die Stromversorgung einschalten. Rumfummeln nicht gut. Was, wo? Was?